Computerspiele, sie erleben durch Corona einen wahren Boom. Das Geschäft brummt und es wird gezockt, bis die Finger glühen. Die Branche zählt also damit zu den großen Pandemiegewinnern. Und nun wurde der deutsche Computerspielpreis für die besten Games Made in Germany vergeben. Hier im Münchner Osten arbeiten sie an Welten, die uns aus unserem Alltag reißen sollen. 2 bis 3 Jahre sitzt das Team von Mimimi Games an einem Spiel, in der Hoffnung auf Momente wie gestern. Da räumten sie beim deutschen Computerspielpreis gleich doppelt ab. Studio des Jahres und Spiel des Jahres für Desperados 3. Ein Stealth, also Schleichspiel. Das war der Hammer. Damit haben wir irgendwie nicht gerechnet. Also fühlt sich immer einfach sehr gut an, wenn sowas anerkannt wird, eben so. Auch ein Projekt, wo man so lange dran arbeitet und so viel Herzblut reinfließt. Desperados 3 entführt Gamer in die Welt des Wilden Westens. Und der Reiz, zumindest virtuell als Cowboy loszuziehen, gefährliche Metropolen zu erkunden oder mit seinem Team Weltmeister zu werden, in der Pandemie größer denn je. So spielen Kinder und Jugendliche seit Lockdown 1 deutlich mehr als zuvor, auch wenn sich das Spielfieber im Herbst etwas beruhigte. Noch aktiver die sogenannten Silver Gamer. Fast jeder vierte Deutsche zwischen 50 und 69 zockt nahezu täglich. Das sind mehr als bei den Jüngeren. Und über alle Altersklassen hinweg ist die Motivation nicht nur Ablenkung. Was immer mehr in den Fokus rückt, ist, glaube ich, das gemeinsame Spielen, das gemeinsame Zocken. Ja, so wird man halt nicht so schnell einsam, weil man hat immer Freunde auf den Ohren, man erlebt Abenteuer mit ihnen. Unsere Freude an digitalen Abenteuerspielplätzen hat in der Pandemie für Umsatzrekorde in der Branche gesorgt. Dass der deutsche Anteil am Kuchen dabei mit nur 5% sehr gering ist, wollen sie hier bei Mimimi Games in München ändern. 140.000 Euro Preisgeld gab es für ihre jüngsten Triumphe. Nun basteln sie bereits an der nächsten neuen Welt, mit der sie ihre Fans aus ihrem Alltag holen wollen.